Wir sind in der Gegend in ganz Europa, wo es am wenigsten regnet und... Es regnet. Neuer Tag, neues Glück. Auf geht's zur Sierra Nevada. Aber diesmal wirklich. Hallo. Da sind wir wieder. Wir brechen auf vom Cabo de Gata. Unser Ziel ist jetzt die Region des Serrano-Schinkens. Sei dabei. Wenn man in Andalusien reist, dann muss man natürlich die Sierra Nevada auch gesehen haben. Und die Ausläufe dieser Bergkette bauen sich bereits in der Ferne vor uns auf. Wir fahren gerade an Almeria vorbei. Wir haben uns zuerst ein wenig ins Inland bewegt. Wir sind jetzt auf der Autobahn, die uns Richtung Malaga führt. Wir werden dann aber noch weiter ins Landesinnere abbiegen, in Richtung Sierra Nevada. Und zwar an die Südflanke der Sierra Nevadas, die sogenannten Alpujarras, und dort in den Ort Treveles. Dort findet die Produktion des Serrano-Schinkens statt und das wollen wir uns ansehen. Die Gegend hier um Almeria weist Wüstenklima auf. Das merkt man auch, die Landschaft ist sehr, sehr karg hier. Hauptsächlich Felsen mit ein wenig Gestrüpp. Wenig Niederschlag, die trockenste Region Europas. Kein Wunder, dass viele Überwinterer hierher kommen, denn hier gibt es beständiges Wetter. Auch den ganzen Winter über ist es trocken und warm. Das prädestiniert die Region natürlich auch für etwas anderes, nämlich für unsere Tomaten aus dem Gewächshaus im Winter. Die werden in der Region angebaut, die uns jetzt bevorsteht, nämlich dem Mar del Plástico, dem Plastikmeer um El Ejido. Ein riesiges Gebiet, zugebaut mit Gewächshäusern. Es war jetzt nicht so leicht, einen Platz zum Anhalten zu finden. Hier ist halt alles mit Industrie zugebaut. Lastwagendepots, Gewächshäuser, landwirtschaftliche Betriebe. Hier durch die Häuser durch sehen wir aber jetzt dieses fürchterliche Plastikmeer. Wie gesagt, die Region um Almeria hat Wüstenklima. Das bietet sich natürlich von der Temperatur her an, um ganzjährig Gemüse produzieren zu können. Vom Wasser her bietet sich eine Wüste eher weniger an. Wie machen die Spanier das? Sie holen das Wasser aus dem Meer, entsalzen es und verwenden das dann für die Bewässerung. Natürlich mit dem entsprechenden Energieverbrauch. Hier gibt es ein wenig Western-Feeling. Es wurden ja in dieser Region auch schon mehrere Westerns gedreht. Das kann man nachvollziehen. Es ist nicht nur die Hitze, auch die Form der Gebäude. Die Hügel erinnern mich ein wenig an Mexiko. Und ja, ist schon cool zu sehen. Weil er schon am Weg lag, ein kurzer Stopp bei Aldi. Eigentlich hat die Ola gesagt, wir brauchen nicht viel Brot, Milch und das war's. Und jetzt ist sie schon wieder eine Dreiviertelstunde da drinnen. Man darf die Frau nicht alleine zum Einkaufen schicken. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass dieses Video komplett werbefrei ist? Schon angenehm, so ganz ohne Unterbrechungen, oder? Ja, das können wir machen, weil dieses Video von Blinkist gesponsert wird. Blinkist fasst die Kernaussagen von über 5000 Büchern und Bestsellern in jeweils 15-minütigen Schnipseln zusammen. Das ist natürlich auch fürs Reisen perfekt. Egal ob lange Wohnmobilfahrt oder Warterei vor dem Supermarkt. Auch an anderen Orten funktioniert es ganz gut, denn 15 Minuten bringt man immer mal wieder unter und hat dann auf einen Sitz das Wissen eines ganzen Buches aufgesaugt. Die Blinks kannst du dabei sowohl lesen als auch als Hörbuch genießen, was natürlich fürs Autofahren besonders praktisch ist. Bei 27 Kategorien findet sich eigentlich für jeden das richtige Buch. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Wartezeit hier nutzen können, um das Buch The One Thing anzuhören, wo es darum geht, wie man die vielen beruflichen und privaten Aufgaben, die jeder von uns täglich zu bewältigen hat, so jongliert, dass man auch die Lebensziele nicht aus dem Blick verliert. Und wenn ich es jetzt noch schaffe, dieses neue Wissen anzuwenden, dann erscheint vielleicht demnächst auch endlich unser Buch. Unsere Abonnenten können Blinkist 7 Tage kostenlos testen. Dafür folgst du einfach dem Link in der Videobeschreibung, lädst die App Blinkist herunter, legst deinen Account an, wählst deine Interessensgebiete und los geht's. Wenn dir Blinkist dann gefällt, dann bekommst du außerdem nochmal 25% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Probier es einfach mal aus. Kostet ja nichts. So, die Eule ist schon wieder zurück. Dank Blinkist ist die Zeit wie im Flug vergangen. Für uns geht's weiter. Junkfood. Außerdem ist heute ein Gewitter angesagt. Mal schauen, ob wir dem entkommen und unseren Besuch dort vielleicht noch davor erledigen. Seitdem wir den Autobahn verlassen haben, geht es steil bergauf. Wir
sind unterwegs in die spanischen Berge. Ich freue mich auf die Berglandschaft und die entsprechende Abkühlung. Vielleicht. Es wird immer steiler und kurviger. Auch grüner. Bis jetzt war die Straße sehr gut und breit ausgebaut. Jetzt wird's aber schmäler, steiler und kurviger. Die südliche Flanke der Sierra Nevada nennt man Alpujarras. Der Name ist ursprünglich nicht spanisch, sondern arabisch, denn diese Region wurde ja von den Invasoren aus Afrika lange Zeit regiert. Es ist hier merklich kühler als an der Küste. An der Küste hatten wir heute so etwa 25 Grad. Jetzt sind es hier nur mehr 18. Wird Zeit, sich was drüber zu ziehen. Aber zuerst ein paar Ausblicke für euch. Leider zieht die dunkle Wolke jetzt tatsächlich in unsere Richtung. Das gefällt uns gar nicht. Ein wenig hätte sie schon noch warten können, aber vielleicht geht es sich ja noch aus. Über 3400 Meter ist übrigens der höchste Berg Festlandspaniens hoch und der versteckt sich auch da hinten irgendwo. Wir sehen ihn wohl wegen der Wolken nicht. Wir haben jetzt eigentlich nur mehr etwas über 20 Kilometer übrig, aber die Fahrt wird uns noch etwa eine Dreiviertelstunde kosten, denn auf diesen Straßen geht jetzt nicht mehr so viel voran. Trotz der langen Fahrt heißt es hier aufmerksam bleiben, denn zwei Fahrzeuge passen nicht ohne weiteres aneinander vorbei. Immer höher schrauben wir uns hinauf, immer schöner werden die Ausblicke und dann erreichen wir auch unseren ersten Serrano-Schinkenverkauf. So, nach dieser langen Fahrt sind wir jetzt aber gleich am Ziel hinter uns, Treveles, Home of Schinken. Die ersten Herbstfarben auf dieser Tour. Zu Hause sind wir denen ja davon gefahren und seither haben wir nie welche gesehen. Am Atlantik gab es keine, in Südfrankreich, in Südspanien nicht, bis eben hier. Denn hier sind wir auf 1200 Metern. Das macht natürlich einen Unterschied, was die Jahreszeiten angeht. Und ja, hier färbt sich schon alles gelb und rot. Durch den kompletten Ort Treveles hindurch müssen wir uns bis ganz nach oben schrauben, um dort einen geeigneten Parkplatz zu finden. Die Online-Reviews sagen teilweise, da kann man mit dem Wohnmobil nicht durchfahren, ist alles so eng. Wo ist denn das eng? Das ist eine Autobahn. Alles easy. Kannst du mit 8 Meter Wohnmobil rauffahren da. Da wären wir. Kalt ist es. Ja, so viel zu den engen Straßen, da fährt der Autobus rauf. Guten Morgen. Abend. Wir haben, glaube ich, was Falsches gegessen. Die Olda hat darüber geklagt, dass ihr schlecht ist und dass ihr so heiß und kalt runterläuft. Und 20 Minuten später ist es mir gleich gegangen. Und als wir dann hier angekommen sind, haben wir uns jetzt als erstes 1,5 Stunden hingelegt und haben geschlafen. Mir geht es jetzt besser, aber da war irgendwas im Essen. Das ist jetzt so plötzlich gekommen und glücklicherweise nicht schlechter geworden. Ich hoffe, jetzt haben wir es eingefangen. Die Olle muss ich erst aufwecken. Und dann gibt's Schinken. Hier haben wir eine Liste der Berggipfel der Sierra Nevada.
Hier bin ich jetzt im sogenannten Barrio Alto, sozusagen der Oberstadt. Und was mich gerade fasziniert, ist, dass wir in einer komplett anderen Welt gelandet sind als noch heute Morgen an der Küste. Das ist ein ganz anderes Spanien, hat mit dem Leben an der Küste wenig gemeinsam. Viel kälter, viel höher, die dünne Luft, die merkt man gleich, wenn man bergauf geht. Total spannend, diesen Kontrast zu erleben. Heute Morgen Küste, jetzt dieses Bergdorf. Es ist wirklich empfehlenswert, sich das anzusehen. Okay, das wäre jetzt mit dem Wohnmobil wirklich eng, aber weniger wegen der Breite. Die Höhe ist da wahrscheinlich das Problem, weil die Balkone ziemlich weit in die Straße reinhängen. Mein erster Rundgang ist beendet und jetzt versuche ich mal die Order aufzuwecken, damit es auch was zu essen gibt. Diese Verkostungsläden für den Schinken, die schließen leider schon relativ früh, das hat mich jetzt überrascht für Spanien. Einer war um 18 Uhr schon geschlossen, der zweite, der schließt um 19 Uhr. Wir haben jetzt 18.45 Uhr, das wird sich auch nicht mehr ausgehen. Es gibt ja auch Restaurants, die mit dem Schinken warme Gerichte zaubern. Vielleicht testen wir das heute Abend und machen dann eine Verkostung morgen Mittag. Da geht es ab 11 wieder los bei den Verkostungsstationen. Mal schauen. Gesehen habt, haben wir gut gegessen, sehr rustikal zwar. Man darf hier keine raffinierte Küche erwarten, aber es hat wirklich geschmeckt. Wir sind in der Gegend in Spanien, in ganz Europa, wo es am wenigsten regnet und es regnet. Jetzt geht's ab in den Camper. Wir werden wohl auch die Heizung brauchen heute. Seit ersten Mal in Spanien, glaube ich. Morgen geht es dann weiter, hoffentlich dann wieder ohne Regen. Wobei hier soll es für 2 Tage weiter regnen, also werden wir wohl ziemlich früh aufbrechen morgen. Gute Nacht. Ciao. Guten Morgen! So sieht es aus, wenn der Wetterbericht 2 Tage Dauerregen ansagt. Und heute haben wir wieder Sonnenschein, es gibt auch ein paar Wolken, es wird wahrscheinlich wechselhaft bleiben. Wir machen jetzt noch mal eine Runde in Sachen Jamón und dann geht's weiter in Richtung Granada. Juhu! Das beginnt schon wieder sehr gut. Ab 11 sollte dieser Laden offen sein, jetzt haben wir 12.30 Uhr. Nix ist mit offen. Mal schauen, ob das so weitergeht. Das ist jetzt auch ein ziemliches Kontrastprogramm zu gestern Abend. Gestern wie ausgestorben, heute Mittag kommt ein Reisebus nach dem anderen an. Bushorden werden ausgeladen, viele Wohnmobile reisen an. Also tagsüber geht es hier schon rund und das Ende Oktober. Das wird auch daran liegen, dass heute Samstag ist. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich angesichts des Angebots der Souvenirläden hier in den Anden wähnt? Wir schauen jetzt, dass wir zu Jamón kommen und dann geht's schnell weiter, bevor das hier zu viel wird. Bis jetzt haben wir noch kein Glück gehabt. Es ist wirklich viel los in den Schinkenläden und die Erklärungen, die laufen jetzt alle auf Spanisch, weil halt so viele Spanier sich darum anstellen und unser Spanisch reicht dafür nicht. Wir probieren es beim nächsten. Schinken haben wir jetzt bekommen bei Feinkost Dani. Sehr netter Kerl, bemüht sich auch was zu erklären, nur spricht er nur Spanisch. Wir haben uns ein wenig unterhalten können und es gab nur eine Sorte Schinken. Der einzige Unterschied war, dass es fettere und weniger fette Teile davon zu kaufen gab. Gibt es vakuumverpackt in Mengen, die auch für uns geeignet sind, weil was machen wir mit einem ganzen Schinken?
Das Problem ist, wir haben jetzt ja eigentlich gar keine Lust drauf. Wir haben gestern so viel Fleisch gegessen und wir sind ja jetzt seit ungefähr einem Jahr so 85-90% Vegetarier. Wir versuchen halt so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Es haben halt ganz, ganz viele Regionen Spezialitäten, die wir dann auch ausprobieren wollen. Aber jetzt, sobald der Schinken weg ist, kommen wieder viele, viele Gemüsetage. Wir kommen zurück zum Camper und wir finden noch einen Steier neben uns. Ja, das war's mit unserem Besuch hier an der Südflanke der Sierra Nevada, den Alpujarras im Ort Treveles. Es gäbe ein Schinkenmuseum, es gibt die Möglichkeit, Führungen durch die Produktionshallen zu bekommen, aber es hilft, wenn man Spanisch spricht, also wenn ihr hierher kommen wollt, vorher üben. Das ist ein ganz liebes Örtchen, wieder mal Berglandschaft, sehr malerisch. Es lohnt sich alleine für die Aussichten raufzufahren. Mal Regen in der Wüste. Eine Unterbrechung von unseren Strandtagen. Auch eine Abwechslung, weil es hier wenig ausländische Touristen gibt. Es sind zwar heute zwei Wohnmobile aufgetaucht, beziehungsweise mittlerweile schon vier, aber die sind alle Spanier. Und auch die Tourismustreibenden hier, die sprechen nur Spanisch. Das ist irgendwie witzig. Da muss man sich halt durchkämpfen mit ein paar Brocken Spanisch. Auch wenn es heute am Hauptplatz von diesem Dorf sehr viel Tobel ist, wirkt es trotzdem viel echter als diesen Touristendörfer an der Küste. Ein bisschen spanischer einfach. Ja, das mögen wir halt. Hat sich ausgezahlt, hier raufzufahren. Ist aus meiner Sicht mit jedem Wohnmobil zu bewältigen. Das zeigen ja auch die riesen Reisebusse, die hier rauffahren. Parkmöglichkeiten gibt es ja auch. Man muss sich durch den Ort durchschlängeln bis fast ganz nach oben und hier gibt es dann einen Parkplatz. Und wir schlängeln uns jetzt wieder zurück durch dieselben Straßen nach unten und unten geht dann die Straße in Richtung Westen weiter ab nach Granada. Los geht's. I make my way down through the weary bay. Hin und wieder erleben wir ein paar Sonnenstrahlen und damit ist die Fahrt heute noch schöner als jene am Vortag. Wie ihr seht, mangelt es hier nicht an Kurven und so dauert diese Fahrt auch wieder ihre Zeit. Das macht aber nichts, denn wir genießen so oft es geht die Ausblicke ins Tal. Die Fahrt durch diese Alpujarras ist wirklich wunderschön. Die herbstliche Landschaft, die Ausblicke ins Tal. Die Straße schlängelt sich hier wirklich am Berg entlang. Man ist nicht im Tal unten und es geht aber auch nicht auf und ab. Es ist relativ flach und geht halt immer am Berg entlang. Und die Dörfer, die man durchfährt, die sind auch sehenswert. Das letzte davon, ihr habt es gesehen, war sehr happening. Da gab es Stau und Gedränge auf den Parkplätzen. Es waren auch ein paar Wohnmobile dort, die sind offensichtlich gestern Abend oder heute Morgen angekommen. Und die müssen jetzt auch bleiben bis zum Abend, denn die kommen einfach nicht mehr weg. Da wird man brutalst eingepackt und hat dann einfach Pech gehabt. Also die, die wir gesehen haben, keine Chance, dass die noch aus ihren Parklücken kommen. Das letzte, das wir gesehen haben, da hat sich der Reisebus einfach davor gestellt. Da gibt es kein Entkommen mehr.
Ja, da heißt es dann warten, bis die Tourgruppen wieder abfahren, irgendwann am Nachmittag. Und für uns war aber auch gar kein Platz mehr. Die Olle wäre jetzt gern nochmal essen gegangen, aber das wird wohl nichts. Wir fahren weiter. Aber Alpujarras, sehr empfehlenswert. Seht euch das an, wenn ihr in Südspanien seid. Raging inside me, I rest my feet and blame all stubborn needs. Oh. Das war unser Ausflug ins Land des Schinkens und die Alpujarras. In der nächsten Folge landen wir in Granada und einstweilen kannst du dir weitere Reisevideos in unserer Playlist ansehen und vergiss auch nicht darauf, Blinkist auszuprobieren. Es zahlt sich aus.